Wusstest du, dass du mit Krankenversicherungsbeiträgen erheblich Steuern sparen kannst? In diesem Video zeige ich dir, wie das geht. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und du bist wahrscheinlich krankenversichert. In Deutschland haben wir eine allgemeine Krankenversicherungspflicht und die meisten Selbstständigen sind privat krankenversichert oder halt gesetzlich krankenversichert. Wir haben im Community-Tab zu diesem Video vor ein paar Tagen eine Umfrage erstellt und da kam raus, dass ungefähr 40% von euch privat krankenversichert sind. Gerade für diese 40%, die haben meistens eine höhere Flexibilität, was ihre Krankenversicherung betrifft und die haben eine große Möglichkeit, hier Steuern zu sparen. Und zwar gibt es bei den Krankenversicherungsbeiträgen ein gleiches Prinzip wie bei deinen Betriebsausgaben, wenn du eine Einnahmenüberschussrechnung erstellst, und zwar das Zufluss-Abfluss-Prinzip. Wir haben in diesem Video schon einmal erklärt, wie du diesen Mechanismus nutzen kannst für dich, um weniger Steuern zu zahlen. Und das funktioniert auch analog in deiner privaten Einkommensteuererklärung für deine Krankenversicherungsbeiträge. Und zwar kannst du in jedem Jahr bis zu dem Dreifachen des Jahresbeitrags für deine Krankenversicherung vorauszahlen und steuerlich ansetzen. Das bedeutet im Klartext, dass du in diesem Jahr für die nächsten 3 Jahre noch deine Krankenversicherungsbeiträge vorauszahlen kannst und sie so in diesem Jahr noch steuerlich wirksam machst. Das Spannende an diesem Steuertrick ist, dass du nicht nur steuerliche Vorteile hast, dass du deine Krankenversicherungsbeiträge in diesem Jahr absetzen kannst, sondern dass viele Krankenversicherungen dir auch einen Beitragsrabatt anbieten, wenn du sie jährlich vorauszahlst. Viele Krankenversicherungen geben dir zum Beispiel einen 4% Preisnachlass. Du zahlst am Ende weniger für deine Krankenkasse und kannst davon aber mehr von der Steuer absetzen. Klingt nach einer klassischen Win-Win-Situation. Das Ganze funktioniert natürlich in erster Linie bei den privaten Krankenversicherungen. Schauen wir uns zunächst einmal an, wie du überhaupt Krankenversicherungsbeiträge in der Steuererklärung geltend machst. An dieser Stelle ganz wichtig, deine eigenen Krankenversicherungsbeiträge darfst du nicht als Betriebsausgabe geltend machen. Das heißt, die haben in deiner Buchhaltung erstmal gar nichts zu suchen. Denn deine Krankenversicherungsbeiträge sind Teil der Sonderausgaben. Und in der Kategorie Sonderausgaben gehören die Krankenversicherungsbeiträge zu den sonstigen Vorsorgeaufwendungen. In diese Kategorie, also in die Kategorie sonstige Vorsorgeaufwendungen, fallen sonst noch zum Beispiel die Unfallversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Haftpflichtversicherung und halt auch die Krankenversicherung. Dieser Topf, das heißt dieser Pool an Versicherungen, die du steuerlich geltend machen kannst, der ist limitiert auf 2.800 Euro. Mit einer einzigen Ausnahme. Vielleicht fragst du dich nämlich jetzt auch schon, naja, 2.800 Euro pro Jahr ist jetzt nicht so besonders viel. Wenn du dir mal so auf deinen Kontoauszug anguckst, was du so an deine Krankenversicherung zahlst, ist das wahrscheinlich ein bisschen mehr als 2.800 Euro. Denn es gelten die 2.800 Euro oder die Basisabsicherung für deine Krankenversicherung. Das heißt, in deiner Krankenversicherung hast du ja vielleicht Zusatzbeiträge, alles mögliche, aber es gibt auch einen Betrag rein für die Basisabsicherung. Und wenn der höher ist, darfst du den mindestens absetzen. Beispielsweise, deine Basisabsicherung beträgt 5.000 Euro pro Jahr. Was du zahlst, der Anteil deiner Krankenversicherungsbeiträge, der auf die Basisentsicherung entfällt, der beträgt 5.000 Euro. Und in diesem Fall darfst du auch die 5.000 Euro absetzen und nicht nur die 2.800. Das führt aber dazu, weil die 5.000 Euro über den 2.800 liegt, dass du halt keine sonstigen Versicherungen absetzen darfst. Du kannst zum Beispiel deine Haftpflichtversicherung steuerlich nicht mehr geltend machen. Das Interessante an diesem Trick ist jetzt, dass wenn du bei 5.000 Euro Basisabsicherung pro Jahr liegst, dann kannst du die Beiträge für die nächsten Jahre ja auch zahlen und auch die Basisabsicherungsbeiträge für die nächsten Jahre. Wenn du jetzt für nächstes und übernächstes Jahr die Krankenversicherungsbeiträge schon im Voraus zahlst, dann hast du ja pro Jahr nochmal 5.000 Euro. Das heißt, du kannst in diesem Jahr dreimal 5.000 Euro steuerlich geltend machen und kannst statt nur 2.800 Euro 15.000 Euro als Basisabsicherung für deine Krankenversicherung in diesem Jahr schon geltend machen. Ich denke, das Ganze wird am deutlichsten, wenn ich es einfach mal anhand eines Beispiels erkläre. Und zwar nehme ich da mal mich als Beispiel. Ich bin privat krankenversichert und zahle für meine Basiskrankenversicherung 6.000 Euro im Jahr. Außerdem habe ich noch so ein paar andere Versicherungen, die ich grundsätzlich auch theoretisch steuerlich geltend machen kann und vor allen Dingen eine Unfallversicherung und eine Haftpflichtversicherung. Diese Beiträge betragen pro Jahr 3.000 Euro. Ich bin selbstständig, deswegen darf ich sonstige Vorsorgeaufwendungen bis zu einer Höhe von 2.800 Euro steuerlich geltend machen. Mindestens aber die Basisabsicherung. Die ist bei mir 6.000 Euro. Das heißt, ich darf immer die 6.000 Euro absetzen und nicht die 2.800 Euro. Leider darf ich aber meine Haftpflichtversicherung und Unfallversicherung in Höhe von 3.000 Euro steuerlich gar nicht mehr ansetzen, weil ich sowieso schon über den 2.800 Euro bin. Das heißt, ich setze, wenn ich keine Vorauszahlungen leiste, einfach jedes Jahr 6.000 Euro als sonstige Vorsorgeaufwendungen in der Steuererklärung ab. Ich könnte mir jetzt aber auch Folgendes überlegen. Ich könnte mir jetzt im Jahr 2021, am Ende des Jahres, überlegen, ich zahle nicht nur die Krankenversicherungsbeiträge für dieses Jahr, sondern
sondern ich zahle auch die Krankenversicherungsbeiträge für nächstes Jahr mit. Das heißt, ich zahle dieses Jahr nicht nur die 6.000 Euro für dieses Jahr, sondern auch noch die 6.000 Euro für nächstes Jahr. Das heißt, ich zahle in diesem Jahr insgesamt 12.000 Euro an meine Krankenversicherung. Dann kann ich in diesem Jahr, in 2021, insgesamt 12.000 Euro in der Steuererklärung als Sonderausgabe geltend machen. Das ist natürlich interessant für dieses Jahr. Aber warum das richtig interessant wird, ist erst im nächsten Jahr. Im nächsten Jahr mache ich ja wieder meine Einkommensteuererklärung und setze mich dann hin und sehe, naja, ich habe keine Krankenversicherung gezahlt, weil die habe ich ja schon in dem Jahr davor gezahlt und auch steuerlich geltend gemacht. Das heißt, ich habe erstmal nichts. Aber ich habe ja noch meine Unfallversicherung und meine Haftpflichtversicherung in Höhe von 3.000 Euro pro Jahr. Und ich habe wieder 2.800 Euro, die ich maximal pro Jahr als sonstige Vorsorgeaufwendung absetzen kann. Es ist keine Krankenversicherung da, aber halt die 3.000 Euro. Das heißt, ich kann von meinen 3.000 Euro 2.800 Euro in meiner Steuererklärung für nächstes Jahr geltend machen. Wenn ich mir jetzt beide Jahre zusammen anschaue, dann habe ich 12.000 Euro absetzen können, wenn ich keine Vorauszahlung geleistet habe, weil immer mit den 6.000 Euro war ich schon über den Limit. Das heißt, ich konnte maximal 6.000 Euro pro Jahr absetzen. Im zweiten Beispiel habe ich im ersten Jahr 12.000 Euro für die Krankenversicherung abgesetzt und im zweiten Jahr 2.800 Euro für die anderen Versicherungen. Das heißt, insgesamt habe ich 14.800 Euro abgesetzt und damit insgesamt 2.800 Euro mehr steuerlich geltend gemacht. Natürlich stellt sich die Frage, für wen diese Vorauszahlung und für wen dieser Steuertrick eigentlich sinnvoll ist. Ich würde mal sagen, erste Voraussetzung ist relativ logisch. Wenn du für ein Jahr oder zwei Jahre oder sogar drei Jahre deine Krankenversicherungsbeiträge vorauszahlen möchtest, brauchst du das Geld natürlich. Also die Krankenversicherungsbeiträge sind ja relativ häufig doch ein hoher Beitrag und eine hohe fixe Ausgabe und du brauchst das Geld natürlich auf dem Konto, um es tatsächlich auch bezahlen zu können. Wenn das nicht gegeben ist, brauchst du gar nicht dir weiter Gedanken zu machen über diesen Trick. Und dann solltest du das Ganze vor allen Dingen dann machen, wenn du in diesem Jahr gut verdient hast. Das heißt, wenn deine Steuerbelastung sowieso höher als gewöhnlich ist. Wenn du in diesem Jahr weniger verdient hast, gibt es in der Regel keinen Sinn, das jetzt zu machen, weil wenn du dieses Jahr schon die Beiträge zahlst, kannst du sie ja nächstes Jahr und übernächstes Jahr und in drei Jahren nicht mehr in deiner Steuererklärung geltend machen, weil du sie nächstes, übernächstes Jahr halt nicht bezahlst. Das, was du jetzt in diesem Jahr ansetzt, kannst du in den nächsten Jahren so natürlich nicht mehr ansetzen. Und du solltest es vielleicht nicht machen, wenn deine Krankenversicherungsbeiträge sehr, sehr niedrig sind. Wenn du diese 2.800 Euro als sonstige Vorsorgeaufwendungen nie erreichst, wenn du sowieso immer deine gesamten Versicherung ansetzen kannst, dann brauchst du vielleicht nicht machen, weil dann verfallen die Versicherungsbeiträge ja nicht. Interessant wird das Ganze, wenn du mit deiner Basisabsicherung immer über den 2.800 Euro pro Jahr liegst, weil dann verfallen ja Versicherungsbeiträge für zum Beispiel die Haftpflichtversicherung und durch diesen Trick kannst du die genau noch steuerlich geltend machen. Abschließend zu diesem Video noch ein dringender Hinweis. Das Ganze funktioniert nämlich nur, wenn du die Vorauszahlung für deine Krankenkasse bis zum 22. Dezember leistest. Wenn du sie erst nach dem 22. bezahlst, dann kannst du sie leider in der Steuererklärung für dieses Jahr nicht mehr berücksichtigen. Und noch so ein allgemeiner Hinweis. Das ganze Thema sonstige Vorsorgeaufwendungen und Krankenversicherungsbeiträge in der Steuererklärung und die Berücksichtigung davon ist relativ komplex und viele Dinge haben darauf einen Einfluss. Beispielsweise, ob du verheiratet bist, wie dein Grenzsteuersatz ist und all die Dinge können da durchaus einen Effekt drauf haben. Wenn du dich bei diesem Thema nicht hundertprozentig sicher fühlst, dann solltest du unbedingt mit einem Steuerberater sprechen. Wenn du unser Mandant bist, dann schreib uns einfach kurz eine Chatnachricht in der App, ruf uns an oder schreib uns eine E-Mail und dann können wir gemeinsam schauen, ob eine Vorauszahlung auf die Krankenversicherung für dich Sinn ergibt. Ich hoffe, dieses Video konnte dir weiterhelfen und hilft dir dabei, ein paar Euro Steuern weniger zu zahlen. Wenn du dich jetzt fragst, warum erzählt mir mein Steuerberater das eigentlich nicht, dann sind wir vielleicht der richtige Steuerberater für dich und du der richtige Mandant für uns. Alle Informationen zu unserem Angebot findest du einmal hier verlinkt. Ansonsten schau dir gerne auch mal unsere Online-Community an, speziell für Selbstständige zu Finanz-, Buchhaltungs- und Steuerthemen. Alle Infos dazu findest du in diesem Video oder schau dir unsere weiteren Steuertipps an, die findest du hier. Ich bin selbstständig, deswegen darf ich sonstige